Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dishonored 2 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, ich bin irgendwie in der Pause von diesem Typen überrascht worden. Ich bin auch immer noch beim Nachvertonen. Ich habe es immer noch nicht gemerkt, dass mein Mikro nicht ging, aber das ist nicht so schlimm. Wir kriegen das schon hin. Ich habe da ja schon Routine drin. Leider. Aber mit Audacity klappt das auch ganz gut. So, jetzt müssen wir erstmal uns hier durch die Straßen kämpfen oder so. Das geht am besten, wenn wir hier so ein bisschen rumschleichen. Glaub ich. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich wollte erst, aber da stand auch einer. Genau, dann bin ich hier hochgeklettert. Ah, da leckt es. Das Hemd stinkt. Ich brauche eine zweite Uniform. Das Hemd stinkt. Ja, da brauchst du eine zweite Uniform. Damit du doppelt so doll stinkst. Genau. Hier kann man runter. Ja, hier hat mich das Gelecke auch ein wenig genervt. Das gebe ich zu. Ach, da fährt der Zug wieder. Meine Kopfhörer sind nicht richtig eingestellt. Ich habe da so mein System. Die Audio-Files hier, also diese Akustik, ist genial. Also das hört sich richtig schön an. Finde ich. Ich habe ja nun nicht so eine super Deluxe-Kopfhörer. Ich hätte auch gern andere, weil die doch ein bisschen problematisch sind beim Aufladen. Das ist immer so ein Klappern und dann fallen die Muscheln ab. Und jetzt bist du erstmal dran, Freund. Ich quackel hier, aber das kommt davon, wenn man nachmoderiert und nicht spielt. Habe ich den jetzt eigentlich weggetragen oder habe ich den liegen lassen? Ich habe ihn mitgenommen. Leiten Sie uns zum Wohl Ihrer Familien alle Hinweise zu den Mördern und Verrätern Emily Caldwin und Corvo Atano weiter. So, zu den Ratten, du Ratte! Ja, ich könnte jetzt noch auf ihn einpieken, aber das mache ich nicht. Ruckel, ruckel. Nervig. Und da sind Ratten. Ratten waren schon im ersten Teil gefährlich, allerdings nur ab einer bestimmten Menge. Das sind ja hier nur 4 Ratten. Das ist nicht ganz so schlimm. Ja, da ist ein Container, da kann man gucken. Mal schauen, was hier ist. Ah, der schläft mit dem Kopf an der Wand. Ah, der schläft nicht wirklich. Und die sind irgendwie alle so blind oder haben eingeschränktes Sichtfeld. Ich meine, ich bin da nicht traurig drüber, aber das ist so. Aber dafür gucken sie auch immer oft provokant in die Richtung oder gehen ihnen dahin, wo man eigentlich hingehen möchte und da nicht hingehen kann. Gut formuliert, nicht wahr? Ich kann das, ich habe das drauf. Oh. So. Wollte ich schauen, aber da sitzt einer auf der Treppe, aber die tun mir nichts. Ich kenne das Schiff nicht. Fragen wir mal den Kapitän. Da hinten muss ich hin. Ich fühle mich nicht sicher. Diese Stadt. Ja, das glaube ich dir. Es kommt wieder ein Zug. Den da meinte ich. Aber der tut mir nichts. Das weiß ich. Ja, nun habe ich überlegt. Mal einen ausgeben. Nur ein einziges Mal. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Nein, das ist nicht zu viel verlangt. So, da habe ich überlegt und dann habe ich mich doch entschlossen, anders lang zu gehen, weil die haben sich gegenseitig beobachtet. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und hier kommt man ja vorbei, wenn man schnell genug ist. Deswegen wollte ich da mal schauen, ob ich dort einen anderen Weg finde. Die Treppe hoch und bin dann hier rechts, links rum, genau. Der hat es, glaube ich, hinter sich. Oder ist besoffen, keine Ahnung. Ich konnte nicht erkennen, ob der jetzt tot ist. Falls das da stand, sorry, ich kann das nicht lesen. Das ist einfach zu unscharf. Öffnen, Spähen. Ich wette, es gibt schon wieder gepökelten Hexenfisch. Ja. Verpickelten Hexenfisch, der war nicht gut. Warum da ist was passiert, sagen sie. Ist dir nicht sicher, sagen sie. Aber für Leute wie mich wird es nie sicher sein. Ja, ist was dran. Habe ich bestätigt, wie man gesehen hat. Ich wollte nur gucken, ob da was ist. Aber hier ist auch was. Das nehmen wir natürlich mit. Und jetzt gehen wir erstmal in dieses Haus. Und schauen uns dort um. Ach, da war auch noch was. Guckt mal.
Trauriger Jahrestag in Dunwell. Die Vorbereitung für den kommenden Jahrestag der Ermordung unserer Kaiserin Jasmine Caldwin, die hasserfüllte Verschwörer viel zu früh von uns genommen haben, sind in vollem Gange. Ja. Oh. Oh. Du Sau, du hast ganz laut gerülpst. Das war zu hören. Das ist ja wie bei Witcher. Na, da haben sie gefurzt. So. Die nehmen wir uns auch vor. Und tragen ihn mal nach unten zu den Schränken. Komm. Nimm ihn. Los. Genau. Und ab in die Ecke. Nee, ich glaube, ich gehe in die Ecke. Ja, hier ist gut. So, schlaf schön. Tür zu. Und jetzt können wir in Ruhe looten. Nix. Nix. Was ist denn das hier? Nix. Früher konnte man die Dosen auch mitnehmen. Ah, das ist was. Ja, immer schön die Türen zumachen. Und immer schön in die Kommode schauen. Die steht ja hier überall rum. Die wurden wahrscheinlich in Massen produziert. Möbel im Karton oder so. Gab's bei IKEA. Das gab's hier bestimmt auch. Oder gibt's? Bin ich überzeugt. Hier ist noch eine Tür. Zu der gehe ich gar nicht. Wieso? Oh, keine Ahnung. Jetzt ist es auch egal. Da ist noch eine Schreibmaschine, da brauche ich aber nicht schreiben. Gehen wir mal weiter. Treppe hoch. Da oben muss ja eigentlich noch jemand sein. Denke ich mir mal so. Gehen wir erstmal hier. Nee, da können wir gar nicht durch. Da ist zu, ne? Wir müssen nach ganz oben. Rechtmäßige Thronerbin herrscht nun über Dunwall. Die Thronerbin Emily Atano und ihr mörderischer Schutzherr wurden verhaftet. Verschwinden Sie! Bis morgen sollten Sie das hier drucken. Ich hätte diesem Quatsch nie zuhören sollen. Oh, der Redakteur rebelliert. Das mit dem Kronenmeuchler verdanken Sie nur mir. Die Hälfte davon war fragwürdig. Was hat mich nur geritten, diesen Namen zu drucken? Nicht ein Beweis deutet auf eine Verbindung zur Krone hin. Ja. Weil es auch keine Verbindung gibt. Was hier abläuft, dieser Staatsstreich, der hält nicht ewig. Die Leute von Gristle sind der Kaiserin treu. Und ich drucke einen Monat lang täglich einen Artikel, um sie daran zu erinnern. Gristle hat jetzt eine neue Kaiserin. Und am Morgen brauchen sie auch einen neuen Drucker. Nur ein Trottel droht einem Mann, dem eine Zeitung gehört. Sie sind raus aus dem Geschäft, Drucker. Hilfe! Zu Hilfe! Da habe ich einfach zu spät reagiert. Da hätte ich reingehen sollen. Was ist hier los? Du bist deine Uniform nicht wert. Scheiße. Da habe ich mich auch geärgert. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich hier wieder rein neu lade, ob ich denn rechtzeitig davor wieder eingejoint werde. Ja, und hier habe ich gemerkt, dass das Mikrofon aus war und habe dann gestoppt. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Naja, wenigstens das klappt. Ja, ich bin jetzt hier wieder im Spiel. Ich habe eben versucht, noch den anderen Spielstand zu laden und ich habe auch versucht, diesen Knopf hier Kopf zu nehmen und den wegzuwerfen. Dabei bin ich aus dem Spiel geflogen. Ja, das ist die Zeitung hier. Ich kann ja mal reinklicken. Nee, bei Problemen in Dunwell haben in letzter Zeit die Probleme in Dunwell haben in letzter Zeit stark zugenommen, was Fragen nach den Leistungen und Absichten unserer Kaiserin aufwirft. Als Hinweis darauf, dass Emily Caldwin uns in Stich gelassen hat, müssen wir uns nun einmal den Ratchor Finanzbezirk anschauen, besser bekannt als der überschwemmte Bezirk. Obwohl er kürzlich trockengelegt wurde, besteht kein Grund zur Feierlaune, da die gesamte Gegend noch unter Problemen mit der Instandhaltung leidet, die sich aus der Zeit der Überschwemmung ergeben haben.
Da so viele Menschen keine Arbeit finden, wäre doch der Zeitpunkt perfekt, um einen großen Plan Wiederherstellung des einstmals noblen Bezirkes zu präsentieren. Das kostet auch Geld. Natürlich wäre das toll. Ja, mit Ichabod Boyle, das kennen wir doch. Das kennen wir. Das habe ich schon vorgelesen. Bei der Nachvertonung. Lesende Nachricht des Chefredakteurs. Kent, nimm es mir nicht übel, aber ich werde deinen Artikel über die mechanischen Soldaten in Kanaka nicht veröffentlichen. Ich stelle weder deine Quellen noch deinen Schreibstil in Frage, aber ein verrückter Naturphilosoph, der in seinem Keller an Marionetten herumbastelt, ist nun wahrlich nichts Neues. Ich habe diesen Kyren Yindosh recherchiert, den du erwähnt hast. Er wurde vor Jahren aus der Akademie für Naturphilosophie ausgeschlossen, ist also kaum eine ernstzunehmende Gefahr. Solange seine Erfindungen niemanden umbringen, ist er unsere Tinte nicht wert. Konzentriere dich lieber auf den Kronenmeuchler. Sollte tatsächlich die Kaiserfamilie diese Morde in Auftrag geben, will ich, dass wir es sind, die sie bloßstellen. Simon. Ja, das hörte sich aber in dem Gespräch eben von den beiden ganz anders an. Eher als ob er ihm nicht glaubt. Sternkarte? Oh, das gibt Geld. 50 Münzen. Hier vor dem Alarm habe ich gemerkt, dass mein Mikrofon deaktiviert war, aber jetzt, wenn ich rüber gucke, ist alles in Ordnung. So wie es sein soll. Was haben wir denn hier für ein schönes Bild? Steht da was drauf? Apartment in Kanaka. Curiosity Wall? Das ist doch nicht kurios, das ist hübsch. Gut. Wir schauen nochmal hier. Wanted. Da werden wir schon wieder gesucht, ne? Hier war. Kronenmeuchler schlicht wieder zu. Ach, das sind die Schlagzeilen. 15.000 Coins. Ja, das ist die Ausgabe, die wir kennen. Ah, hier kann ich rein. Das nehme ich gern. Ich hätte gerne mich mit ihm unterhalten, aber das ist nicht mehr möglich. Ich hab's vergeigt. Ja, hier haben wir wieder den Effekt. Mit diesem Gehakle. Ein Patch ist angekündigt. Gut. Wir gucken mal hier oben. Hier ist noch Suff. Arsch. Huch. Bringt das was, wenn ich darüber... Oh! Spiel! Bringt das was, wenn ich darüber gehe? Ich hab doch schon gemacht, was ich machen soll. Nee. Und schon wieder raus. Und abgestürzt. Genial. Super. Ja. Toll. Ich war schon weiter, ich geb's zu. Hier unten ist noch ein Raum. Da habe ich noch ein. Also hier hinten, hier in der. In der Etage hier. Wir können ja nochmal hinten gehen. Da habe ich was gefunden. Das ist jetzt hier nicht mit drauf. Da geht's raus. Hier in diesem Raum waren wir drin. Ist denn hier noch irgendwas eigentlich? Nein, ne? Hier stand was Schönes. Das habe ich mitgenommen. Irgend so ein Sammlerdingen. Wartet mal. J. Missionshinweise. Megan Fosters Schiff, das wollen wir finden. Missionsgegenstände, die haben wir, ja. Ziele, das ist mein Geld. Ziele, Knochenartefakte, Wissenskarte. Erkenntnisse. Leider sieht man die gesammelten Sachen hier nicht. Habe ich hier ein Inventar eigentlich? Nein. Da kann ich noch drücken. Da habe ich eine Granate, alles klar. Ach, dann kann ich da umschalten. Das ging, glaube ich, so, ne? Gut. Also bitte, wieso sperren Sie das ganze Gesindel nicht einfach aus? Ich stank selbst nicht mehr. So machen wir das. Vorsichtshalber. Jetzt nimmt es auch auf. Ich gucke nämlich rüber, um zu sehen, ob die Zeit läuft. So funktioniert ja erstmal alles. Gott sei Dank. Ach so, so geht das. Wir gehen mal hier runter. Hier komme ich nicht durch, ne? Hier ist eindeutig der Weg versperrt.
hier sind mir so viele Wachen. Ich glaube, der eine hat mich auch jetzt gesehen. Deswegen. Hä? Ist er weg? Ja, wir gehen mal rüber. Bitte kein Hör mehr. Bitte, 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 bitte. Hallo, Ratten. Ah, hier kam ich ja auch nicht viel weiter. Hast ihr schon tausendmal gesagt, ich bin für das Mahlwerk nicht zuständig. Hä? Na, glaube ich, sie stellt sich absichtlich taub. Das ist Corvo Atano. Nein, nein, nein. Psst, wir sollten darüber nicht sprechen. Also. Glaubst wohl, du bist leise. Das war schlecht! Nein! Verdammt! Das war schlecht. Treuloser Hund. Gut. Tot, tot, tot. Ich hätte nicht so mutig sein sollen. Ich lasse sie mal hier liegen. Ich gehe mal hier hoch. Brauche ich mich jetzt nicht mehr so. Was haben wir denn hier? Komm, sei ruhig, mach keinen Lärm. Ich bin nicht zur Wache, um gegen irre Kannibalen wie den Kronmeuchler zu kämpfen. Nicht billig. Schlaf gut. Hier oben sind wir erstmal alleine. Ja, dann geh doch. Brüllt er das hier noch so laut? Vielleicht kommt der Kronmeuchler doch zurück. Ja. Wird vielleicht verletzt. Vielleicht kommt so ja eine Medaille. Oh, da unten muss ich unbedingt gucken. Komme ich da hin? Das lohnt sich bestimmt da zu looten. Ja, da komme ich hin. Ich hoffe, der Kronmeuchler kommt nicht zurück. Miese Sache. Ichabod Boyle so kalt zu machen. Ichabod. Ichabod hat, heißt er. Ichabod. Das muss ich mir merken. Das hätte ich nie so ausgesprochen. So, jetzt gucke ich mal. Die Zeit sieht noch gut aus. Wird aus drei Teilen bestehen, diese Folge. Ich bin aber schon wieder todesmutig. Dort sind zwei. Mindestens zwei, ne? Ah, das lenkt auch ab. Gut. Geht er hier rum? Kommen die hier rein? Ach, da geht's rum. Ah ja. Oh, ich hätte mal so ein Dings nehmen sollen. Und vielleicht ist hier auch noch irgendwo was zu essen. Oder ich sterbe vorher. Tut mir leid, ich will nicht so spielen, aber es geht nicht anders. Ich brauche keine Nummern. Hier ist nichts drin. Geh wieder zu. Ich muss hier hin. Ah, scheiße. Wir sind hier nicht, ne? Knochenartefakte. Auszug aus dem Buch über Seemanns Tradition. Das haben wir doch schon gelesen irgendwo. Bei der... Damit kann man die also auch anlocken. Faktor niedrig weit hatte ich bisher. Das hat sich ja dann wohl damit erledigt. Aha. Benutzen? Nö, nö. Was ist denn das? Komische Gestalten. Hier ist auch nicht. Was haben die denn hier gemacht? Armer Kerl. Oh, sind das Schweine, die foltern hier. Und haben das... The Crow Killer watching, is watching. Aha. Ja, sowas hatte ich in dem anderen Haus auch gefunden. Alarm einstellen.
Silbermünze, die nehmen wir mit. So. Können wir gut gebrauchen. Ganz viele Uhren. Nix. Nix. Auch nix. Eine Lampe. Hier war schon jemand bei. Hier was Interessantes, eine leere Flasche. Ein leichter Beutel. Thyvianisches Erz. Und nochmal zwei Fünfermünzen. Pistole. Aber die will ich ja eh nicht, weil ich kann keine weitere Munition tragen. Gemein. Gut, hier ist nichts weiter. Ich weiß nicht, ob das eine Bank war oder sowas. Ja, denk mal, wir haben jetzt hier alles. Aha. Wir gucken hier mal durchs Schlüsselloch. Da muss ich hin. Gibt es hier vielleicht noch einen anderen Ausgang? Hier ist ja klar. Da oben irgendwo. Nee. Gucke ich mir nochmal diesen Gang an. Hier war nichts drin, ne? Die hatte ich ja auf. Genau. Das waren die ersten. Hier geht es ja auch weiter und da müssen wir ja hin. Das sieht doch gut aus. Okay. Ich meuchel mich mal. Ist da noch was Interessantes? In der nächsten Folge weiter. Jetzt mache ich mal regulär Folgenstopp. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.